Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, irgendwo ist die hier. Genau da. Hallo. Ich versuche jetzt mal ein Moped aufzubauen. Ich glaube, ich habe das Buch nicht gehabt, aber wir versuchen es mal. Wenn ich mache gleich die Mathilde und ich gucke einfach zu. Erstmal das hinzupacken. Das sieht auch eins. Lenker. Und so. Ach, Sprit habe ich vergessen. Haben wir überhaupt noch? Aha. Ja, wir haben noch Sprit. Sprit, ich brauche Sprit. Ohne Sprit läuft das doch nicht. Dann können wir ja, wie gesagt, gleich in die Stadt fahren, ne? Ja, dann nehme ich vielleicht noch mal ein paar Beinschienen mit. Ja, das ist eine hervorragende Idee und ich kann mal ein bisschen Kram hier aus der Tasche schmeißen, den wir nicht brauchen. Oh, der Rest bleibt. Weil wir wollen ja heute auf die Baustelle klettern gehen. Klettern! Upsala, das war knapp. Also ein Teil musstest du in der Werkbank machen, den Sitz und den Lenker, oder? Ja. Die Reifen haben wir ja so fertiggestellt, die Körbe findet man, genau, Batteriomotoren findet man im Auto. Genau, die Körbe, die Reifen haben wir auch gefunden. Genau, die haben wir, indem wir Reifen zerschlagen, gefunden, ne? Genau. Nur so als kleine Info. Und um die beiden Sachen oben zu bauen, den Lenker und das Fahrgestell, braucht ihr das Buch. So war das. Aber ihr braucht nicht das Buch, um zusammenzustellen. Genau. Gut, ich fahre die einfach mal nach. Okay. Wo ist unsere Brücke? Gute Frage. Sollten wir mal Fackeln aufstellen? Hier rechts. Ah, da. Da können wir auch rüber, ja? Ja. Zuppelt zwar so ein bisschen, aber das liegt nicht einmal am Rechner, das liegt hier am Spiel. War früher mal schlimmer, wenn man lokal spielt. Festung macht auch Fortschritte. Ja. Ein wenig. Oh, hier muss noch ausgebessert werden. Wow, fahr links! Nicht fertig? Ja, ganz links. Auf der linken Spur. Oh. Juhu, ich bin drüber. Um Gottes Willen. Okay. Nächsten Tag bauen wir die Brücke fertig. Oder du und ich baue die Festung weiter. Gibt es da vielleicht in der Stadt noch ein Krankenhaus oder in dem Krankenhaus nicht irgendwie vielleicht so ein Pop'n'Pilz oder irgendwas? Ich war schon bei dem Pop'n'Pilz drin. Okay. Ich habe allerdings 4 Schienen mitgenommen. Ich habe nur einmal Verband und hier ging. Ich habe 5 Verbände und 4 Schienen. Gut, weil bei der Baustelle fährt man häufig hin, fällt man häufig auf den Boden und tut sich Beinchen weh. Ich wollte auch noch vorsichtshalber mal ein paar Bäumchen fällen, falls wir hier was Notfall bauen müssen. Ich habe 1400 Holz dabei. Ah, okay, dann ist das dein Job. Ich habe immer Holz. Bemessen. Ja, ich habe mein ganzes Holz. So. Ich stelle mal den Wagen hier ab. Meiner. Oh, das ist. Scheiße! Ah, vielleicht hat die Krankenschwester irgendwas Nettes. Hallo, wissen Sie, wo es im Krankenhaus geht? Nein? Dann tut's mir leid. Er hat nichts dabei. Nach dir. Links, Zombie. Wird doch nicht der letzte sein, ne? Heil doch mal hin, du Wurm. Wollen wir erstmal hier unten gucken? Ja. Hier gibt's doch mal das schöne Häuschen hier. Ja,
Wir klettern auf jeden Fall nicht rein ins Häuschen. Offen? Ja. Ja. Weil meistens sind doch Zombies drin gewesen. Ja, diesmal ist hier kein Zombie drin. Also zweimal hatte ich das schon, waren dann immer Zombies drin. Wenn man immer reingegangen ist, unten war immer verschlossen. Wenn man von oben reingegangen ist, war man in der Falle. Ah, hier oben ist nichts, hier sind drei Kisten, aber... Ach, ich komme hier gar nicht rein diesmal. Vielleicht habe ich das alles auch nur geträumt, wer weiß. Safe? Ja. Komm ich da? Zu zweit klappt es nicht so schneller. Oh, Stiefel. Joa. Oh, ob wir uns halten? Ich glaube nicht. Nö. Alter, eine Scheißwarnung für dich. Oh. Okay, man sollte nicht einmal auf das Schild schlagen, dann stürzt es ein. Ah, und okay. Es krachte zum Teil auf mich. Ach, ich hab auch vergessen zu essen. Fuck. Aber ich bin noch bei 100%, Gott sei Dank. Puh. Okay, ich bin bei 57, aber wird schon passen. Ah, vielleicht haben ja die Zombies was für uns. Wenn ich was zu essen finde, sage ich dir Bescheid. Jo, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir uns am besten... Ah, guck mal, hier ist so eine beginnende Leiter, das heißt, du müsstest ein paar Leitern bauen. Ja, ich brauche schon mal 10 Frames und 10 Leitern, die brauchen wir auf jeden Fall. So, wo musste ich Leitern bauen? Ah, hier. Kann ich die... Ne, ich glaube, ich kann die nicht direkt dran bauen, ne? Doch, du kannst die direkt an die Leiter bauen. Ja? Ja. Ja? Ich teste. Hält. Ist ja so eine Art Dungeon und die sind gleich zwei Zombies. Oh! Der erwischt mich auch gleich zweimal. Dreckiger Hund. Mann, oh Mann. Oh, eine Motorradsitzbank. Du bist noch bei 100% Lebensenergie? Oh, Bauarbeiterhelm 400 und... Ja, 100 von 119. Hier, da hat ein 200er noch übrig. Irgendwo. 200er was? Da ist auch ein Bauarbeiterhelm. Ich hab jetzt hier noch... Warte, ich schmeiß den Bauarbeiterhelm 446 raus. Hier. Hinter dir, genau da. Habe ich zweimal gefunden. Cool. Geil. Na, ich hatte einen 465er. Der hat sich schon mal gelohnt. Oh. So schon mal nicht. Nochmal. Mein Charakter ist zu schwer. Kleiner Camper. Da geht's weiter. Ja. Wow, zwei leere Dosen. Ist das der Hammer. So, ich wollte noch eine Leiter dran bauen. Ups, sie ist runtergefallen. Aufhauen! Oh, hier ist ein Rucksack an der Seite, hab ich nie gesehen. Hinterm Rohr ist noch ein Zombie. Du
Wird immer mehr. Wichser, steh nicht mehr auf. Ey. Also ich darf auch so schon langsam nicht mehr runterfallen, weil ich zu verletzt bin. Also ich habe sonst noch 5 Erste-Hilfe-Verbände bei mir. Nee, aber ich nehme mal immer Schmerzmittel, habe ich noch dabei. Pushen mich dann ein bisschen hoch, dann trinke ich. Oh, Schmerzmittel ist eine gute Idee. So. Ist doch schon mal ein bisschen besser. Und ich trinke mal was. Ach nee, wir müssen ja auf die Rohre und dann immer da locker hoch. Das sind doch hier so Eckencamper hier. Ah, ja, ja. Da kommt. Hab ich schon erwischt? Alter, das gibt's doch nicht. Mann, hat er mich zweimal erwischt. Musst du mir in den Weg laufen. Ja, du kannst mir ja keinen Schaden zufügen, Gott sei Dank. Ja, gut, dass wir das eingestellt haben. Oder du. Da ist noch einer. Hier stehen noch ganz viele. Und einer ist jetzt wach. Da stehen noch zwei um die Ecke. Okay. Ich und mein Knüppel. Ja, wenn ich noch mehr Lebensenergie hätte, würde ich jetzt auch Knüppel reinhauen, aber... Knüppel, Knüppel! Bin wieder bei 76, war mal weniger. So, wo geht's jetzt lang? Hier rüber? Wie wär's, wenn wir erstmal hier uns die Kisten anschauen? Ach, die Kisten habe ich ja ganz vergessen. Ah. Ja, schon mal weiter gehen können. Gleich. Aber hier ist Keno. Hallo. Weiter hoch. Zweimal Gammelfleisch. Was stöhnst du denn so rum? Ist dir warm? Irgendwie ja, oder so. So, ja, tun wir ja. Wenn wir fertig sind. Dann gehen wir vielleicht. Achso, da wo Go ist, ist bestimmt einer drin, ne? Hm, 2 Frischfleisch. Ja, hier scheint jemand drin zu sein. Ist eine Treppe, die einstürzt? Ja, ich glaube, das stürzt ein. Wer hat mehr Lebensenergie? Du oder ich? Weil der weniger. Ich glaube ich. Dann musst du von außen rangehen. Oder nicht? Okay, hat geklappt. Zombie! Jetzt reicht's mir ja. Knüppelt sein. Scheiß auf diese wenig Energie. Eben, auf die kurze Distanz ist das Knüppeltime. Ja, ich versuche ja irgendwie zu schleichen, aber... Klappt ja irgendwie nicht. Ups. Oh. So, jetzt müsste ich mich heilen. Mach mal. Uiuiuiui. Es wird immer abenteuerlicher hier. Also wenn ich runterfalle, bin ich tot.
Ist es gut, dass du mal runtergefallen bist? Wir haben hinter uns eine Kiste vergessen. Ne, Soll ich auf dich warten? ne. Aber ich darf nicht runterfallen. Sonst ich tot. Ah, hier oben sind Minen, ey, diese kleinen Wichser. Geht diese verfickte Mine nicht hoch? Denk dran, Minen sind gefährlich. Ach nee. Da eine ganze Folge zugemacht. Den Rucksack hole ich mir nicht, traue ich mich nicht. So. Out, ja, out. Out am Arsch. Gucken wir mal von hier oben. Da. So, Higashi hatten wir das ja mal nächste Mal geguckt. Higashi, da waren wir auch drin. Da haben wir noch Bunker hier. Oh ne, nicht schon wieder! Scheiße! Oh, ich bleib hier unten, ich hab keinen Bock mehr, mein Bein ist gebrochen. Mach das mal da oben alleine. Ich hab keinen Bock mehr hier unten. Ich bin zum zweiten Mal runtergefallen. Ich bin doch halb tot. Warum kann die laufen? Warum kann die laufen? Warum konnte die laufen? Es gibt Zombies, das sind diese Feral-Zombies, die können laufen. Aber ich habe nicht erlaubt. Ich muss mit Bedacht vorgehen. Ich habe nicht mehr so viel Lebensenergie. Ich musste mich gerade auch neu verbinden. Ich habe nichts. Nachdem ich zweimal runtergefallen bin. So, ich habe jetzt was zu essen gefunden. Das haue ich mir gleich in die Birne. Ach, kann ich nicht. Bin satt. Ja, das habe ich mir gedacht. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Oh, da unten geht eine Horde lang. Das interessiert mich gerade so hordenmäßig gar nicht. Wir dringen gerade auf die Baustelle ein. Ach du Scheiße. Nicht, dass hier unten irgendwas Wichtiges wegkloppen und wir dann nicht mehr runter können oder so. Ja, hoffen wir einfach mal, dass die durchlaufen. Benzinfass habe ich ein bisschen gefunden hier oben. Ah, hier ist noch einer. Oh, oh. Hey, Mr. Bauarbeiter, kommen Sie? Oh, Mr. Bauarbeiter, da bist du ja. Soll ich nochmal versuchen, zu dir hochzukommen, oder? Du willst, aber brauchst du nicht. Oh, der hat Teile für Taschenmotorrad. Cool. Sitz und, ich glaube, Rahmen. Oh, hier darf man nicht drauf gehen. Ich glaube, das stürzt ein. Hier ist ja unten diese eine Falle, wo wir schon ein paar Mal immer runtergefallen sind. Ich kloppe da einfach die Wand auf. Ja, ja, mach mal. Die sind auch zu Gitter im Boden, aber ich glaube, das ist die Falle, ne? Ja. Okay, ich hab... Ach, ich hab's vergessen. Entschuldigung. Dann nutzt es aber auch. Ja, das wollte ich dir eigentlich offscreen sozusagen sagen. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße klingt nicht gut. Na, da sind erst so eine Ziegelwand ist da drumrum. Die hat irgendwie 6000 Wertigkeit und dann auch mal Beton mit 3000 Wertigkeit. Ich glaube, ich zerklappe das nicht. Oh, Kacke. Was denn? Scheiße, ich wollte gerade runterspringen. Fuck. Ah. Da war eine Mine und ein Zombie und der ist auf die Mine getreten. Und die hat dich runtergeschleudert. Ne, ich bin schon quasi gesprungen, aber die ich habe nur 50 HP gehabt. Das hat noch gereicht, um mich ja, zu töten. Ja, dann ist doof. Dann muss ich ja nochmal hoch. Unten war eine Horde, hast du gesagt, ne? Unten war vorhin eine Horde, ja. Ja, und ich hoffe, ich habe mein Bett schon ins neue Lager getan. Das hoffe ich für dich.
weiß es gerade nicht. Sieht aber so aus. Okay. So, jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Jetzt muss ich nämlich eine Stunde laufen oder so. Weil mein Moped da hinten auch noch ist. Ich nehme jetzt mal hier ein paar Bände und hier noch was mit. Und hier ein bisschen Honig. Und hier, das ist mir Wumpe. So. Wo ist denn hier Werkzeug? So. Was haben wir? Ich brauche einen Meinungsverstärker. Ah, einen Reserveknüppel haben wir noch. Brotmunition. Ja, und ab zum Rucksack. Dip, dip, dip. Gut, dass wir Bild-in-Bild-Funktion haben. Nutz bitte. Ja. Gut, dass wir Bild-in-Bild-Funktion haben. Jetzt könnt ihr mich beim Wandern beobachten und ja, die Mathilde beim Zombie-Schlachten. Diese verkackte Mine. Minen sind gefährlich. Ich traue mich irgendwie nicht weiter hochzugehen, weil ich bin schon zweimal runtergefallen. Ja, ich kann dann hoch wieder hochklettern. Ich habe ja genug Lebensenergie. Ich muss ja auch hoch. Ist dein Körper nicht runtergefallen? Ich bin von oben einfach runtergesprungen. Du kannst ja ganz nach oben gehen. Und weil da oben ist so ein, ja, wie soll ich sagen, Truhen auf jeden Fall. Also diese Kisten, die man aufhacken muss. Ganz viel. In der Mitte war die Mine. Ja, ich bin rübergekommen. Hurra. Ich arbeite mich nach oben. So, wie weit ist denn das überhaupt weg? Ach, geht eigentlich. Wenn ich über die Brücke bin, haben wir schon fast die Hälfte geschafft. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Kannst du mir noch sagen, ob die Horde unten war? Nö, ich sehe keine Horde. Okay. Der nächste Sprung. Puh, überlebt. Ja, ich bin ja schon lange nicht mehr gestorben. Aber schon das zweite Mal durch eine Mine. Minen sind gefährlich. Jo. Also, dein Rucksack liegt nicht ganz oben. Okay, dann kannst du ja oben alles plündern. Aber ich muss ja trotzdem hoch, ich will meinen Kram haben. Ja, das kann ich verstehen. Da war eine Mine. Ach, nee. Nein, ich habe gerade eine Mine gehört, die explodiert ist. Ach so. Ja, hier gibt es ja mehrere Bunker und Militärzeltlager, das ist alles ist da. Also die Zeltlager sind ja vermint. Hier sind auch wieder so viele Zombies. Ja, leck mich doch. Steine, kein Rucksack. So, ich bin jetzt in der City angekommen hier. Bin bald da. Jo! Aber wenn irgendwas kommt, ich habe hier meinen Meinungsverstärker. Puste euch alle weg. Ich habe mir die Schrot genommen. Auch eine Waffe, um mich zu verteidigen, wenn ich hierher komme. Wenn ich sie eigentlich aufsparen wollte. Das ist die Baustelle. Hier könnten sie mal Rasen mähen hier. In der Stadt. Oh, jetzt wieder ganz hoch, ey. Jupp, das ist aber dein Backpack.
Ich guck mal ein paar von den Sachen, die ich mitnehmen kann, um ein bisschen Platz zu schaffen, ne? Die Sonne, geht über mich lustig? Die Sonne geht dabei unter, du. Ja, es ist 15 Uhr oder so, ne? Ja, aber ich will meinen Loot haben. Ich will meinen Loot. Ich könnte dir jetzt ganz einfach deine Nachtsichtbrille klauen. Hey. Keine Bange, die klaue ich dir schon nicht. Benutze ich zwar eh nicht, aber... Ich will sie einfach nur haben, weil es cool ist. Ich bin jetzt mutig. Gehst du in die Falle? Aha. Okay, hier ist der Bund noch sicher. Eine Werkzeugkiste. Die ist wertvoll. Die ist wertvoll. Toll, ist das hier kaputt. Bist du hier, ich guck mal, bist du hier drüber gekommen? Ja, ich bin an einer Seite lang gelaufen. Ach, hier hat schon jemand aufgekloppt. Hallo. Ja, das wollte ich machen, weil das... Aua, jetzt bin ich da nämlich. Oh, kannst ja fertig kloppen. Mein Bein ist übrigens wieder gebrochen. Hast du noch was zum Verbinden da? Ja, ich habe 4 Schienen mitgenommen. Jetzt habe ich noch 2. Ich bringe mal 4 mit. Normalerweise breche ich mir ja die Beine, aber mittlerweile ist der Trend auf Mine umgegangen. Hui, ich bin da! Ja, jetzt kommt der Krankenwagen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Ach, hier liegt ja sogar mein Rucksack. Meine Rüstung hat auch viel abgekriegt. Kann ich ja wieder runtergehen? Du hast ja oben alles gelootet, oder? Ja. Gut. Ich hacke mich jetzt hier raus. Soll ich dir helfen? Kannst du gerne machen. Vorsichtig, da gibt es brüchigen Boden. Ich hätte eher vorgeschlagen, dass du vielleicht außen rumgehst. Also, genau aus dem Grund. Ich spreche mir einfach, einfach... In den Schachteln sind auch noch Dinge, die ich nicht mehr nehmen kann, also... In den Schachteln sind Dinge... Oh, Dinge. 21 Frames, ich habe ja welche. Oh, ein Pinsel, ich wollte schon immer einen Pinsel haben. Eine Schaufel, oh, Reparaturkits, ganz wichtig, ganz wichtig. Zombie hat Stoff, kann er behalten. Oh, jetzt kann ich mithacken, komm her. Zu zweit hackt sich doch einfach. Bei mir fehlt, bei dir fehlt sogar eine Animation, die Hacke. Ach, wie schön. Bei mir zumindest. Oh, nur noch 3000. Mir fällt gerade an, ich hätte ja was zu essen mitbringen können. Apropos, wenn du Hunger hast, ich habe euch noch was dabei. Ja, passt schon. Ich nutze jetzt hier gerade mal meine Stahlspitzhacke, die ich gerade gefunden habe. Sieht man die jetzt wenigstens? Ja. Geht ganz schön auf die Ausdauer. Mann, 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 das kenne ich ja gar nicht mehr von der Spitzhacke. Brauchst halt Training. Puh, kurz ausruhen. War da nicht vorbei? Nee, ne? Warte. Der härteste Stein ever, ey. Können wir den auch bauen? Wir können, glaube ich, nur Beton, ne? Also das, was wir jetzt haben, ist Beton, aber ich glaube, dieses außenrum, das sind Ziegel oder so. Ja, aber ich glaube, das können wir nicht bauen. Doch, ich glaube schon. Cool. Juhu, wir sind frei! Wir sind frei! Also eigentlich kannst du auch mit gebrochenen Beinen schon wieder runterspringen. Ja, um mir nochmal das Bein zu brechen, danke auch. Diep, 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 diep. Ah.
Mopeds brauchen wir wahrscheinlich nur eine Stunde nach Hause, oder? Wenn überhaupt so viel. Können wir ja hier noch was auseinandernehmen oder uns angucken. Ja. Oh, ich gehe da rüber ins Militärzeltlager. Erstmal muss ich Zeug abladen. Ja, ja, für sind die Mopeds ja da. Ja. Ist das tief? Ja, gut, 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 gut. Geronimo! Die haben es überlebt. Ich glaube, das war so eine Art Dungeon hier, ne? So ein kleiner. Ein Abenteuer. Abenteuerpark. Abenteuerspielplatz. Kann ich nur empfehlen für die ganze Familie. Beinbrüche für groß und klein. So, ey, wieso habe ich mich. Also, ich bin zu. Wenn man gebrochene Beine hat, darf man ja nicht hüpfen oder so. Gibt jetzt ist nur die Frage: Da sind unsere Mopeds. Wieso wird mir mein Moped nicht auf der Karte angezeigt? Gute Sache, meins auch nicht. Das war mal anders. Das war mal anders, ne? Also. Ja. Nee, ich will da Sachen reinpacken. Ich will da Sachen reinpacken. So, ich habe damit getauscht. Da sollst du hin. Komm raus. So, Moped ist voll. Wo willst du hin? Mein Moped ist nicht. Bin gleich um die Ecke. Ich habe ja auch eine ganze Menge von dem, was bei dir noch drin war, habe ich ja mitgenommen. Ja, ja. Oh, hier liegen schon Leichen, das ist gut. Die Mine wollte nicht hochgehen. Ah, da ist eine. Ach, das ist auch eine, scheiße. Okay, dann gehen wir halt vorsichtig. Jetzt nicht bitte schießen, wenn ich hier lang gehen will. Ich wollte da nicht schießen. Ich glaube, der Weg müsste ja schon reichen. Wenn nicht, gehen wir gleich beide zu Fuß. Ah, die Sandsäcke klopfe ich auf hier, ey. Oder so, einfach rüberklettern. Auch ganz schön bewachsen. Da haben die Soldaten das hier ganz schön schleifen lassen. Mann, Mann, Mann. Ja. Oh, ein Generator. Ich hoffe, hier drin waren keine Mine. Sieht man ja kaum was. Hi, Bauarbeiter. Genau, lauf mal in die Falle rein, danke. Jetzt nochmal weiter kaputt machen können, du Pfeife. Was ist denn das für ein schlampiges Militärcamp hier? Oh, hast du schon die Kiste gefunden mit den Waffen? Nee. Zombie wehrt sich noch nach dem Tod hier, ey. So. Wieder hoch. Oh. Ah, ich habe die Kiste gefunden. Die ist ja auch nochmal versiegelt. Okay. Gehe ich schon mal nach draußen. Das hast du schon durchsucht? Ja. Okay. Oh, Militärhelm! Hab ich mitgenommen? Nein! Oh. Beim es wieder mitnehmen.
bist da hier genau lang gegangen, ne? Bei der Mine vorbei. Hm. Aber mir geht's dann bestimmt hoch. Ah, hier ist auch eine Mine. Ah. Du musst halt vorsichtig gehen. Ah. Wir sind überall Minen. Bin ich noch nicht lang gegangen vorhin. Ich bin frei. Hurra! Wollen wir nach Hause? Ja, welches Gefährt war deins? Das hier. Gut. Ab nach Hause. Miep, miep. Weiß es nicht. Miep, miep. Von irgendwie ah, man F ist gucken. Licht. A, B. Ups. Nee, oh. E ist am Start. T ist Chat. so. Joa. Irgendwo ging's. X. Hört sich das erbärmlich an. So eine Clownshupe. Wo ist die Brücke? Da ist die Brücke. Ach, da war ein Stein. Ich habe mich so aufs Hupen konzentriert. Aber die Brücke müssen wir uns irgendwie markieren. Ja. So eine Allee dran pflanzen oder so. Hm. Weil ich vielleicht noch ein paar Fackeln, so ein Fackelspalier. Weil ich finde es jetzt gerade auch nicht da hinten, okay. Fackeln oder Allee? Ja, ich will ja sowieso noch ein Geländer dran bauen und dann kann man auch oben noch irgendwie Fackeln dran machen. So an die Brücke selber. Oh, knapp und weiter. 2 Stunden noch, aber das sollten wir schon locker schaffen. Ja, massig. Aber jetzt müssten wir aber auch mal ein bisschen Fahrzeuge auseinandernehmen, weil wir brauchen Sprit, ne? Ja. Hier ist Parken angesagt? Okay. Erstmal. Aber wir könnten schon fast ein drittes Bike bauen. Ein drittes? Ja. Ist vielleicht gar nicht doof, falls jemand stirbt. Ja, und dann? Kann der andere schnell fahren. Und dann? Auseinandernehmen und dann mit dem anderen wieder zurückfahren. Warum habe ich eine Mütze dabei? Recht damit. Nee, braucht doch keine Mütze, Mensch. Und dann... Schaufel 46 kann zerstört werden. Aber wenn du stirbst und fährst dann mit dem neuen Fahrzeug zu deinem Todesort, damit du dein altes Fahrzeug wieder nehmen kannst, dann bleibt das da ja stehen. Das ist dumm. Das kannst du auseinanderbauen, oder nicht? Ach ja. Was ist daran dumm? Ich hab nicht an das Auseinanderbauen gedacht. Hehe. Warum sage ich ja, ist ja keine dumme Idee. Naja. Und wenn die netten Zombies uns schon die Teile bringen? So what? Ja, aber ich glaube, jetzt können wir ein bisschen Sachen einpacken und ja, können auch die Folge beenden. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns da bei der Baustelle rumhampeln zu sehen. Also es ist, glaube ich, so ein kleines Dungeon, was es hier im Spiel gibt. Gab es noch andere? Vielleicht dieser große Bunker irgendwie? Der große Bunker, ja. Wo wir diesen Nemesis schon mal begegnet. Aber da brauchen wir mehr, da gehe ich nur mit Schusswaffen rein. Mhm. Also, weil da gibt es einen Zombie, den Nemesis, der sieht zwar nicht so aus wie der aus Resident Evil, der Nemesis, aber
Der verträgt sehr viel Munition. Pfeile brauchen wir da gar nicht mit anfangen. Nee. Ja, das kommt dann mal später. Ansonsten sagen wir mal, haut rein, ja. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und ciao. Tschüss.